Hollywood Ralf im Freizeitpark filmen mit dem Smartphone. In diesem Video zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert und damit herzlich willkommen. Ich nehme euch jetzt mit ins Phantasialand und da erkunden wir zusammen mal die Steampunk-Welt Ruckburg. Da gibt es sogar eine eigene Zeitung von. Unter anderem befindet sich in Ruckburg auch der sensationelle Flying Launch Coaster Fly. Und den schauen wir uns jetzt gemeinsam mal an. Auf geht's! Alle reden sie von diesem Ruckburg. Und was ist überhaupt dieses Fly? Ich werde es herausfinden. Ihr seht, wir hatten sensationelles Wetter bei unserem Filmdreh, aber ehrlich gesagt, das war ein Glück für uns Filmemacher, weil bei Regen sehen die Aufnahmen doch alle noch viel epischer und dystopischer aus, als wenn jetzt hier die Sonne scheinen würde. Mal hier so zum Vergleich, später kam die Sonne dann doch nochmal raus. Deswegen perfekt für uns. Wir waren zwar wettertechnisch überhaupt nicht darauf vorbereitet, weil angekündigt waren 23 Grad und Sonne, als wir da waren, war dann die Sintflut dort. Ich war zusammen mit Manuel da, der so ein bisschen die Behind-the-Scenes-Aufnahmen auch gemacht hat. Und ja, wir beide haben uns dann überlegt, das Ganze dann für unseren Vorteil zu nutzen, als wir vor Ort angekommen sind. Und dementsprechend sind die Aufnahmen entstanden, die ihr gerade gesehen habt. Ich gebe euch jetzt aber mal 10 Tipps an die Hand, mit denen eure Aufnahmen mit dem Handy einfach episch aussehen und wie ihr generell im Freizeitpark am besten filmt. Tipp Nummer 1, eure Terminplanung. Legt den Termin für den Freizeitparkbesuch idealerweise nicht an ein Wochenende, sondern an einen Wochentag. Seid früh da und optimalerweise auch bei relativ schlechtem Wetter. Weil da habt ihr die besten Voraussetzungen, um epische Shots zu machen, wo auch nicht viele Menschen durchs Bild laufen. Ist gleich auch nochmal ein wichtiges Thema. Versteht sich ja eigentlich irgendwie von selbst. Trotzdem ist es ein wichtiger Punkt und sollte euch auch als Filmemacher nicht abschrecken, wenn mal nicht die Sonne scheint. Weil es ist ja einfach so, wenn ihr Aufnahmen mit dem Smartphone macht, habt ihr nicht so eine Dynamic Range in eurem Sensor, als wenn ihr mit einer professionellen Kinokamera oder einer anderen Kamera filmt. Das heißt, der Unterschied zwischen Hell- und Dunkelbereichen ist nicht so feinstufig detailliert wie bei professionellen Kamerasystemen. Und dementsprechend an einem regnerischen Tag sind die Abstufungen nicht so hart. Es gibt nicht harte Schatten, es gibt keine Bereiche, die komplett überstrahlt in der Sonne liegen und andere wieder im Dunkeln. Alles ist so ein bisschen gleichmäßig durch den Wolkenschimmer diffus belichtet. Also seht den Himmel als eine große Softbox, die ihr als Filmemacher intensiv nutzen könnt. Und wenn dann noch ein bisschen Regen dazu kommt, perfekt. Ihr müsst zwar als Filmemacher leiden, aber eure Aufnahmen werden es euch danken. Also, die Terminplanung ist alles. Tipp Nummer 2. Beachtet die Parkregeln. Das ist ein ganz wichtiger Tipp. Klar, versteht sich von selbst, man nimmt kein Smartphone mit in die Achterbahn und filmt dort, weil dort natürlich starke Fliehkräfte wirken und ihr dadurch andere Leute verletzen könnt oder euch auch selber. Deswegen generell filmt nur in den dafür vorgesehenen Bereichen. Daher gibt es ja auch leider keine Aufnahmen aus dem Flying Coaster, was natürlich aber verständlich ist. Wir haben uns also an die Parkregeln gehalten. Außerdem haben wir natürlich darauf geachtet, dass wir nicht einfach wild irgendwelche Menschen in Großaufnahme filmen, ohne dass die das wünschen.
Also auch das ist ein wichtiger Punkt. Ihr könnt nicht einfach Leute in Großaufnahme filmen. Ihr müsst euch da so ein bisschen natürlich an die Persönlichkeitsrechte halten. Filmt also Personen, wenn dann nur im Rahmen der Panoramafreiheit. Deswegen ist es ja auch gut, wenn ihr früh da seid im Park, dann ist noch nicht so viel los und idealerweise ja auch bei schlechtem Wetter, daher auch Tipp 1. Wichtig ist natürlich auch, wenn ihr die Aufnahmen später vielleicht sogar noch kommerziell veröffentlichen wollt, dann holt euch eine offizielle Drehgenehmigung der Parkverwaltung. Wir haben zum Beispiel eine offizielle Drehgenehmigung vom Phantasialand gehabt. Ganz lieben Dank dafür. Das wissen wir zu schätzen, dass wir bei euch filmen durften. Das war echt eine sensationelle Erfahrung, mit dem Smartphone dort Aufnahmen machen zu dürfen. Weil das Schöne am Phantasialand ist ja wirklich die Detailverliebtheit. Ich kenne keinen anderen Freizeitpark, der so detailverliebt gestaltet wurde. Man steht einfach da und kann das Ganze auf sich wirken lassen. Und deswegen ist es gerade für Filmemacher der ideale Ort, um Aufnahmen zu machen. Man findet wirklich überall was. Je länger man da steht, desto mehr Details findet man irgendwie in den Ecken noch rumstehen. Und wir haben es eigentlich gemerkt, wir waren gerade frisch angekommen, es regnete in Strömen und wir waren einfach nur überwältigt von dem Anblick. Alles war nass, alles war am Plattern, alles war am Dampfen, überall kamen Geräusche aus den Ecken und überall dieses Steampunk-Thema. Und wenn es nur ein paar Säcke mit umgekipptem Mehl waren, die irgendwo in der Ecke noch rumlagen oder irgendwelche Düsen, aus denen irgendwelcher Qualm stieg oder Gullideckel, das war schon eine spannende Geschichte. Außerdem natürlich der Flying Launch Coaster, die ultimative Achterbahn. Dann noch ein komplettes Hotel. Das Hotel Charles Lindbergh befindet sich quasi direkt in Rockburg und die Achterbahn knallt mitten durchs Hotel. Sowas ist weltweit, glaube ich, einmalig und muss man gesehen haben. Ich hätte mich stundenlang da aufhalten können und ich glaube, wir haben 2 Stunden erstmal nur einfach alles gefilmt, was uns vor die Linse kam. Und danach haben wir uns gedacht, okay, bevor das Wetter wieder schöner wird, sollten wir jetzt doch die Gelegenheit ergreifen, uns mal langsam anzustellen, weil wir wollten natürlich den Flying Launch Coaster einmal selber testen. Vorteil natürlich, bei schlechtem Wetter war die Schlange nicht so lang und dementsprechend kamen wir schneller an die Reihe und es war eine Wahnsinnsfahrt. Wir kommen gerade aus Fly. Der Hammer. Voll klasse. Kann ich euch nur empfehlen. Und ja, ich muss mich jetzt erstmal wieder sammeln, bevor es weitergeht. Aber wir wollen ja noch ein bisschen filmen. Weiter geht's. Wie war das? Nur Fliegen ist schöner? Ich würde es umgekehrt formulieren. Es ist schöner als Fliegen. Der nächste Tipp. Filmt mit leichtem Equipment und nimmt natürlich so wenig mit, wie es geht. Ein Rucksack ist allerdings durchaus sinnvoll. So hatten wir zum Beispiel unseren Wollfilms-Rucksack dabei, in dem wir so ein bisschen Zubehör fürs Smartphone gepackt hatten, welches eigentlich nur aus 2 Wollfilms Cinematic Pro Starter Kits bestand. Das waren also so Handstative, externe Mikrofone sowie ein DJI-Handgimbal. Und das war es auch schon. Das Schöne im Phantasialand ist, bei allen Fahrgeschäften habt ihr die Möglichkeit, euren Rucksack vorher abzugeben oder einzuschließen und könnt ihn dann nach der Fahrt wieder in Empfang nehmen, sodass dieser Rucksack einfach nicht störend ist und ihr damit ideal euch durch den Park bewegen könnt. Also ein Rucksack ist das ideale Equipment. Ich würde allerdings kein großes Stativ oder sowas mit in den Park schleppen, das ist dann schon eine Nummer zu viel. Also alles das, was in einen Rucksack passt, würde ich sagen, ist perfekt, um in einem Freizeitpark zu filmen. Tipp Nummer 4. Kommen wir mal zu den Kameraeinstellungen des Smartphones. Das Problem ist, wenn ihr einfach auf der Automatik filmt mit eurer Kamera, dann habt ihr einerseits das Problem bei Kameraschwenks, dass die Belichtung ständig wechselt und auch der Fokus springt. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall mit arretierter AEAF-Sperre filmen. Das ist die Auto-Belichtungs-Auto-Fokussierungsfunktion. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall vorher die AEAF-Sperre einrasten lassen. Einfach auf ein Motiv fokussieren, was ihr filmen möchtet. Kurz den Fokus einrasten lassen, kurz den Zeigefinger gedrückt halten auf dem Display und schon ist die AEAF-Sperre arretiert und ihr habt gerade bei Kameraschwenks gleichmäßig belichtete Aufnahmen. Außerdem habe ich mein iPhone jetzt so eingestellt, dass ich so ein bisschen unterbelichte, weil mit der Autobelichtungsfunktion hat man meistens das Bild immer etwas heller, als man möchte. Und gerade, wenn ihr euch so an Hollywood-Blockbuster-Filme erinnert, die sind doch meistens alle ein bisschen düster. Da ist nicht alles hell und überbelichtet, es ist eher dunkler. Und dementsprechend habe ich hier meine Belichtungsfunktion gespeichert auf den Faktor -1,3, sodass automatisch, wenn ich Videoaufnahmen starte, so ein bisschen unterbelichtet wird. Wenn es mir dann zu dunkel ist später, kann ich es immer noch heller machen, das Bild. Aber der Vorteil ist, ich habe noch ein bisschen mehr Highlights gesichert. Es brennt oben, wenn es besonders hell wird, nicht aus. Das heißt, meine Dynamik-Range wird dadurch ein bisschen besser und das Bild sieht einfach cinematischer aus. Also bei der Kameraeinstellung ein bisschen unterbelichten und schon sieht das Bild gleich viel professioneller aus. Die entsprechende Belichtung habe ich ganz einfach in der Kamera-App ausgewählt und dann mit dem Schieberegner so eingestellt, dass sie passt. Danach bin ich in die Systemeinstellungen, in die Kamera
gegangen und habe dort den Punkt Einstellungen beibehalten aktiviert, sodass ich dann bei jeder neuen Aufnahme die Belichtung nicht einzeln wieder einstellen muss. Sehr praktisch. So hatte ich immer die gleichen Einstellungen direkt bei jeder Aufnahme zur Verfügung. Meine Kamera habe ich so eingestellt, dass ich in 4K filme mit 60 Bildern die Sekunde. Bei Lowlight-Aufnahmen, also wenn es ein bisschen dunkler wird, filme ich mit 25 Bildern die Sekunde. Mit 25 Bildern die Sekunde filme ich deshalb, weil bei Lowlight-Aufnahmen die ganzen Aufnahmen so rauschfreier werden. Von Apple beim iPhone ist es standardmäßig so, dass man auch ein Auto-FPS einstellen kann, also dass die Bildrate automatisch bei Lowlight sich reduziert. Ich würde euch allerdings empfehlen, das Ganze manuell zu machen, damit ihr einfach mehr Kontrolle darüber habt. Also bei Lowlight-Aufnahmen lieber 25 Bilder die Sekunde und bei Aufnahmen mit Tageslicht am besten 60 Frames per Second wählen. Dann habt ihr nachher die Möglichkeit, noch Slow-Motion-Einstellungen zu wählen. Das sind so die Einstellungen, die ich hier mit meinem iPhone gewählt habe. Wenn ihr natürlich mit anderen Handys filmt, wie zum Beispiel Samsung oder Sony oder Huawei, dann habt ihr natürlich da auch eine interne Kamera-App, die ihr entsprechend einstellen könnt. Das ist also völlig egal, mit welchem Smartphone ihr letztlich die Aufnahmen macht. Das war jetzt perfekt. Genaues Timing kommt hier drauf an. Die Bahn genau erwischt. Das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Kommen wir zum nächsten Punkt. Der Ton. Gerade im Freizeitpark ist das ein Problem. Ihr habt immer einen ständigen Soundteppich. Ihr hört kreischende Menschen, ihr hört lachende Menschen, ihr hört meistens immer Musikgedudel, passend immer zu den einzelnen Themenwelten. Und die Geräuschkulisse ist schon ziemlich heftig, weil natürlich im Freizeitpark möchte man ein immersives, ein eindrucksvolles Erlebnis haben, ein Gesamterlebnis. Und dementsprechend wird natürlich auch mal der Soundteppich akustisch perfekt zu den Attraktionen abgepasst. Das heißt, gerade bei Ruckburg zum Beispiel, an allen Ecken zischt irgendwas, man hört ein Klappern, man hört ein Pfeifen und dazu natürlich noch die schreienden Menschen in der Achterbahn. Das heißt, Tonaufnahmen sind hier wirklich sehr schwierig. Wir haben zwar Aufnahmen mit Ton gemacht, aber nichtsdestotrotz bei dem Filmchen am Anfang haben wir bis auf das Kreischen der Menschen in der Achterbahn eigentlich alles nachvertont. Das kann ich euch auch empfehlen. Arbeitet mit Musik und Soundeffekten, die ihr nachträglich noch unter euer Video dann unterlegt. Es ist sowieso besser, später externe Musik zu wählen, weil im Zweifel kann es ja sein, dass die Musik, die im Freizeitpark läuft, GEMA-belastet ist. Das heißt, das ist lizenzrechtliche Musik, die ihr sowieso gar nicht so veröffentlichen dürft. Deswegen empfehle ich euch auf jeden Fall, holt eure Musik von entsprechenden Soundportalen, wo es lizenzfreie Musik gibt, wie zum Beispiel Epidemic Sound oder von Artlist oder von Musicbait. Es gibt noch etliche mehr. In der Beschreibung habe ich euch mal ein paar Soundportale verlinkt, wo ihr entsprechend günstig eure Musik beziehen könnt. Es gibt auch komplett kostenlose Musik, zum Beispiel auch auf YouTube selber gibt es entsprechende Kanäle, wo ihr kostenlose Sound- und Musikeffekte laden könnt. Gerade Soundeffekte sind so wichtig und machen einfach euer Video viel hochwertiger. Wie zum Beispiel hier diese Szene. Und mit Soundeffekten klingt das so. Viel intensiver, oder? Also Sound- und Musikeffekte auf jeden Fall später nachbearbeiten und hinterlegen, weil das Originalmaterial ist eigentlich fast nicht brauchbar. Deswegen gibt es zum Beispiel jetzt auch keine Anmoderation oder generell keine Moderation hier aus dem Freizeitpark. Wir haben es versucht, ein ruhiges Plätzchen zu finden, aber da der Freizeitpark sich auch sehr schnell noch ordentlich gefüllt hat, nachdem der Regen nachgelassen hatte, da waren plötzlich doch viele Menschen dann vor Ort und es war einfach viel zu laut, um da Tonaufnahmen zu machen. Und deswegen haben wir uns jetzt für diese Lösung entschieden, hier die Moderation wieder im Studio zu machen. Kommen wir zum nächsten Punkt. In meinem Video hier habe ich ja so gefilmt, dass ich möglichst keine Menschen im Bild habe. Und wenn ihr das auch so machen wollt, damit es einfach irgendwie cinematischer aussieht und damit natürlich nicht Menschen ungefragt bei euch im Bild auftauchen, ist die Perspektive euer Freund. Ihr könnt einen belebten Platz vielleicht so ein bisschen so filmen, dass er ziemlich leer aussieht, wenn ihr einfach nur die richtige Perspektive findet. Ihr müsst einfach nur den Kamerawinkel ein bisschen verändern. Klar, dann kriegt ihr vielleicht nicht den Shot, den ihr haben wollt, den Platz als Ganzes, aber dann verlagert doch eure Shots so ein bisschen, zum Beispiel filmt die Fassaden von unten nach oben, was ja auch sehr eindrucksvoll wirkt. Oder sucht euch andere Perspektiven oder Details, die ihr dann in Großaufnahme filmt, sodass das Ganze den Zweck erfüllt, den ihr damit vermitteln wollt, auch ohne Menschen abzubilden. Ansonsten geht einfach mal in die Knie, filmt von unten nach oben, also verlasst so ein bisschen die Komfortzone und sucht einfach mal Kamerawinkel, die so ein bisschen spektakulärer sind und so, dass man nicht die ganzen Menschen sieht, die im Zweifel in der Nähe herumlaufen. Einen richtigen Hollywood-Look erreicht ihr natürlich auch durch entsprechende Kamerabewegungen. Deswegen haltet die Kamera in Bewegung und versucht, kontrollierte Kamerafahrten zu machen.
Ich weiß, erzähle ich euch in jedem zweiten meiner Tutorials, aber es ist doch so, Kamerafahrten sind so wichtig. Langsame, kontrollierte Fahrten von links nach rechts, von rechts nach links, von hinten nach vorne oder von vorne nach hinten. Gerade im Freizeitpark ist es allerdings cool, wie ich eben schon erwähnt hatte, wenn ihr Fassaden filmt oder generell hohe Aufbauten, dann, dass ihr Kamerafahrten so schräg von unten nach oben macht. Das heißt, ihr bewegt euch so langsam auf die Fassade zu und schwenkt die Kamera so dann nach oben, sodass ihr dann die ganze Fassade ehrfürchtig filmen und in Szene setzen könnt. Es ist ja sowieso oft so, dass im Freizeitpark vieles auf engem Raum gebaut ist, was dann natürlich spektakulär wirkt, aber was es einfach schwierig ist zu filmen. Deswegen spielt mit verschiedenen Perspektiven, baut entsprechende Kamerafahrten ein und natürlich auch wechselt mal zwischen den verschiedenen Objektiven eures Smartphones hin und her. Wie zum Beispiel mal zur Ultraweitwinkellinse, weil da könnt ihr noch kleinere Sachen viel epischer wirken lassen, dass alles viel größer aussieht. Und gerade im Freizeitpark ist die Ultraweitwinkellinse eines Smartphones euer Freund. Also seid kreativ und probiert es einfach aus. Damit könnt ihr auf jeden Fall epische Shots realisieren. Sollte euer Smartphone nicht über mehrere Objektive verfügen, könnt ihr auch ganz einfach externe Aufsatzobjektive wählen, um zum Beispiel weitwinklig zu filmen. Genauso wichtig ist es natürlich, dass ihr tief ins Bild reinbringt und entsprechend mit Vordergründen filmt. Klar, im Freizeitpark gibt es viel zu filmen, aber pickt euch so einzelne Details raus und versucht, entsprechende Vordergründe einzubauen, durch die ihr durchfilmt oder an denen ihr so seitlich langsam hin und her filmt, sodass ihr das Ganze auch vielleicht für den einen oder anderen Übergangseffekt später verwenden könnt. Mit Vordergründen macht ihr euer Bild spannender, interessanter und ihr habt einfach viel mehr Tiefe im Bild, als wenn ihr einfach nur so auf ein Motiv haltet. Das fertig geschossene Bildmaterial müsst ihr natürlich noch ein bisschen nachbearbeiten, damit ihr so diesen epischen Hollywood-Look da reinbekommt. Als erstes natürlich die typischen Kinobalken, die gehören einfach dazu. Klar ist es Ansichtssache, einige Leute sagen so, hey, ihr habt doch den großen Bildschirm oder das große Display, dann nutzt es doch auch voll aus. Aber ich weiß nicht, ich finde immer, Kinobalken gehören immer zum epischen Look dazu und das hat irgendwie was von Hollywood. Deswegen, ich stehe total auf diese Kinobalken und das ist mal das Erste, was ich bei mir immer einbaue in meine Aufnahmen. Außerdem natürlich ein entsprechendes Color Grading. Ich habe ja von vornherein schon ein bisschen unterbelichtet meine Aufnahmen. Ich mache so eine entsprechende Korrektur erstmal. Ich passe so ein bisschen die Belichtung an. Danach bediene ich mich meistens immer noch einer sogenannten LUT, eines sogenannten Lookup Tables. Das ist so ein Color Filter, der so ein bisschen den Farblook, den ich gerne möchte, noch ins Bild bringt. Dann habe ich noch so einen Filmlook Filter mit so ein bisschen Hollywood Film Grain, den ich noch drüber lege. In diesem Falle das Film Convert. Das stelle ich noch ein bisschen mit 40% so ein, um noch so einen kleinen Filmlook da noch reinzukriegen. Und fertig ist mein Bild. Das sieht doch schon sehr cinematisch aus, oder? Kommen wir zum 10. und absolut wichtigsten Punkt. Habt Spaß! Ihr seid im Freizeitpark. Das heißt, seht die Sache nicht zu ernst. Klar, wenn ihr als Filmemacher da hingeht, wollt ihr irgendwie coole Shots machen. Wir ja auch. Wir haben das auch gemacht. Die ersten 3-4 Stunden haben wir dann intensiv Aufnahmen gemacht. Aber hey, Phantasialand hat so viele wunderschöne Fahrgeschäfte zu bieten. Es ist ja nicht nur der Fly Launch Coaster, es gibt ja auch noch Taron, es gibt noch die Colorado Express und die Wasserbahn und was weiß ich auch alles. Also deswegen, wenn ihr in einem Freizeitpark seid, habt Spaß und genießt den Tag. Er ist so schnell vorbei, aber er ist so immersiv. Gerade im Phantasialand, es war ein fantastischer Tag. Wir hatten richtig Spaß beim Dreh und ich hoffe, ich konnte euch das hier in diesem Video so ein bisschen vermitteln. Damit bin ich auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Also mit diesen Punkten werden eure Aufnahmen im Freizeitpark Hollywood reif. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen inspirieren, einfach mal selbst nach dem Smartphone zu greifen, wenn ihr mal nächstes Mal im Freizeitpark unterwegs seid. Wenn euch das Thema Filme machen generell interessiert, egal ob mit einer professionellen Kamera oder mit dem Smartphone, dann geht mal auf wolfilms.de. Da gibt es jetzt die ultimative Filmschule für alle Filmemacher, der ultimative Online-Kurs vom Anfänger zum Pro. Ansonsten gebt mir gerne euer Feedback, ich freue mich auf eure Kommentare und hinterlasst mir ein Like. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bye, euer Rainer. Ciao, ich habe noch was zu lesen. Falsch rum. So ist richtig. Ciao. Welch tollkühne Flugmanöver. Was trägt die Frau von heute in Rockburg? Das würde ich auch mal wissen. Krass. Die komplette Zeitung für eine virtuelle Welt. Das ist doch was für Filmemacher. Storytelling. Besser geht's doch nicht, oder? Eine komplette Zeitung für eine Attraktion. Eine virtuelle Welt entsteht. Klasse gemacht, Phantasialand. Super.